So, herzlich willkommen zur Abendshow, ja, zum Live-Trading TV von JFD. Diesmal Hauptthema oder die Thema sind US-Indizes, Gold, Silber und auch der DAX eben kurz. Den werden wir auch jetzt sofort kurz anschauen, betrachten. Ist ja seit heute Morgen ja, nicht besonders viel passiert. Die Unterstützung, die wichtigen Unterstützungen, die bei 10.060 liegen, wurden bei weitem nicht angelaufen und die absolut wichtige Unterstützung bei 9.950, 60 sind wir noch meilenweit entfernt. Ja. Was man jetzt hier neu einzeichnen könnte im Stundenchart auf Xetra-Basis, ist jetzt hier eine steile Aufwärtstrendlinie. Ja. Die hat eben den Tiefpunkt heute bei 10.120 etwa, 17.20. Solange der steile Aufwärtstrend intakt ist, muss man einfach nach den oberen Zielen Ausschau halten. Ja. Weiteres Ziel, ja, die 2.60, 2.70 Marke vielleicht, aber wenn es hier wirklich nachhaltiger Ausbruch ist, da der DAX nachhaltigen Ausbruch auf das Parkett legen kann, dann sehen wir sicherlich demnächst die 10.500er Marke. Schauen wir noch die Tageskerze kurz an, wie die jetzt dann, der Markt schließt ja gleich. Also er kämpft halt ja, signifikant über den Tageswiderstand bei 10.135 schafft er eben noch nicht. Aber Verkaufssignale sind weit und breit im Moment auch nicht zu erkennen. Dann kommen wir zum Dow Jones. Da habe ich in den Chat heute um 2 Uhr etwa was geschrieben, wo eine gute Auffangzone noch wäre, wäre über der 17.100er Marke. Die lief eben nicht an. Da drehte der Markt eben schon wieder vorher und er kämpft jetzt weiterhin mit der 17.182er Widerstandsmarke aus dem Monatschart heraus. Ja. Hier sind wir, der Chart zeigt gerade die 30 Minuten an. Hier sind wir über der Wolke. Also auch keine Verkaufssignale noch vorhanden. Im Stundenchart wäre eben hier auch der Wolkenoberkantentest gewesen. Deswegen wäre das hier schon prädestiniertes Ziel gewesen, um nochmal einen Long-Einstieg zu wagen. Aktuell gibt es hier eben ja, nichts Neues zu sagen bei den US-Indizes. Es ist alles noch bullisch. Ein Blick auf den Nasdaq, noch Tageschart. Hier läuft er eben genau an einen horizontalen Widerstandslinie heran, die eben bei 4.450 liegt. Ja. Seit jetzt hier eine negative Tageskerze entstehen, könnte sich der Blick nach unten richten. Bis jetzt einfach weiter. Im Prinzip Trend folgend long. Die BASF-Aktie ganz kurz bleibt kam kein dynamischer Move auf, ist aber im Plus. Die Post, Deutsche Post, die hat Schwierigkeiten und steht jetzt wieder ja, in der Wolke, konnte also hier keinen Ausbruch an den Tag legen und ja, auch Stopp nachziehen, mehr oder weniger. So, dann kommen wir zum Bund Future, der hatte heute früh im 4-Stunden-Chart die Oberkante der Wolke angetestet, bullisch abgeprallt. Jetzt kam wieder leichter Verkaufsdruck auf, erreichte sozusagen ist nicht über den Rainbow hinweggegangen und könnte jetzt dann hier, das wäre jetzt eine erste Sell-Trigger-Marke, würde jetzt bei 156, 35 etwa liegen, ja, wenn der Kurs unter der Wolke schließen sollte,
könnte der EMA 200 im 4-Tages-Chart angelaufen werden. Ja, hier wäre dann auch eben wieder eine horizontale Unterstützung da, etwa bei 155, 35. So, dann kommen wir zu Gold. Da habe ich ja vorhin eine größere Analyse veröffentlicht und da sind eben mehrere Optionen möglich. Eine Option wäre jetzt eben wirklich, hier sind zwei Aufwärtsbewegungen, eine A, eine B und eine C, fertig. Und dann müsste man den Blick eben deutlich nach unten richten und ein neues Tief womöglich, oder von einem neuen Tief womöglich ausgehen. Nach der klassischen Charttechnik noch hat der Goldpreis bullische Optionen auf jeden Fall über dem EMA 200 im Tageschart. Da trifft er eben jetzt genau drauf. Und alles eben noch, was über 1153 ist, also ab dieser Marke, ab 1153,55 wird das für die Bullen, da wird es das bullische Momentum verlieren und dann wäre hier das Szenario, das was jetzt nicht unbedingt mein präferiertes Szenario wäre, eben arg in Gefahr. Im Wochenchart liegt der Kurs über dem EMA 38. Das liegt fast auf dem gleichen Level wie im Tageschart der EMA 200. Bleibt er eben hier drüber, bleiben die bullischen Optionen möglich. Alles darunter, dann im jeder Wochenschlusskurs unter 1170 wäre, ja, würde im Prinzip nach sich ziehen, dass es eben die 1150 Marke testen würde. Und dann hier von diesem Wochenchart aus wäre auch eine markante Unterstützung erreicht und er könnte hier dann trotzdem nach oben noch durchziehen. Ab 1130 wäre für mich ein klassisches Verkaufssignal, würde ein klassisches Verkaufssignal da liegen bei einem Schlusskurs unter diesem breiten Unterstützungsband. So, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen früh.